Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video von mir. Ja, das letzte Woche mit dem Nagellack-Video hat ja nicht geklappt. Ich hatte irgendwie, glaube ich, keine Zeit oder irgendwas war letzte Woche. Da hat es mit dem Drehen nicht funktioniert. Kaffee, ganz wichtig. Die Nagellack-Sammlung wird dann weiter noch nachgereicht, ne? Heute ist der 1. September, das bedeutet, wir haben mal wieder Zeit für ein Aufgebrauch-Video und es ist auch genug, finde ich, in der Tüte drin. Sogar ein dekoratives Schätzchen ist hier mit drin. Aber wir beginnen erstmal mit dem Haushalt. Und zwar habe ich da von Softlan den Weichspüler in der Duftrichtung Frühlingsfrisch. Man sieht, es ist so eine, so, na gut, bei euch sieht es jetzt mehr so milchig aus, aber eigentlich, ich habe es ja ein bisschen ausgespült. Es ist eigentlich eine schöne lindgrüne, so wie hier dieses Grün hier so, Flüssigkeit, die wahnsinnig gut riecht. Also das ist mein absolutster, neuester Lieblingsduft. Oh, habe ich auch schon wieder nachgekauft, ist auch schon wieder in Verwendung. Also den liebe ich jetzt echt abgöttisch, diesen Duft. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob er mir vorher einfach irgendwie nicht aufgefallen ist oder ob der noch relativ neu ist, obwohl von neu nichts draufsteht, aber ich liebe ihn. Das ist mein absoluter Lieblingsduft im Moment. Auch wenn wir jetzt Herbst haben, nehme ich Frühlingsfrisch. Dann ist leer gegangen mein WC-Reiniger. Der ist diesmal von Classic. Ich muss aber sagen, ich kaufe eigentlich immer den, wo ich gerade bin, also auch den vom E-Center habe ich häufig, von Gut und Günstig. Ich weiß gerade gar nicht, nee, ich muss ihn erst wieder nachkaufen. Ich habe gerade für diese Woche noch keinen neuen stehen. Muss ich am Mittwoch kaufen, wenn ich einkaufen bin. Ja, ist Duftrichtung Lemon, ist nicht besser oder nicht schlechter als alle anderen auch. Ist halt ein WC-Reiniger, ne? Also, ja, er tut seinen Job. Kann man kaufen, muss man aber nicht. Dann habe ich alle gemacht, mein absolutes Favorite mit einem Loki-Haar dran. Von Frosch den Grapefruit-Fettentferner. Fürs die Küche und für alles und für hast du nicht gesehen. Und ich liebe dieses Zeug. Also das ist für mich ein absolutes Nachkaufprodukt. Er macht wirklich alles richtig schön sauber. Er wird auch gerne mal zweckentfremdet für Fenster und... Nicht wahr, Schatz? Macht sich aber wirklich gut, echt ungelogen. Das haut echt alles weg, das ist geil. Die Stimme aus dem Hintergrund, nicht wahr? Ja, vor allen Dingen, man muss ehrlich sagen, wir haben hier bei uns echt Probleme mit Fliegen. Bei uns sind die Mülltonnen stets und ständig gerammelte voll. Und diese Viecher, ich weiß nicht, warum die sich ausgerechnet ausgesucht haben, immer bei uns in der Wohnung zu fliegen. Scheinbar, weil wir wirklich viel, gerade das Balkonfenster offen haben. Und du hast jedes Mal diesen Scheiß, den Scheiß von den Fliegen an den Fenstern, ne, und überall. Und auch das löst es richtig gut ab. Also nicht nur hier das Fett vom Kochen, also es löst auch wirklich diesen Fliegendreck richtig schön ab. Und also man kann es auch wirklich fürs Fenster putzen, zweckentfremden, ist ein definitives Nachkaufprodukt. So, haben wir noch was Haushaltinisches? Ja, wir machen weiter mit Frosch. Habe ich wieder den WC-Stein vom Frosch. Das ist die Marke Himbeer. Das bedeutet, hier wäre jetzt ein mit vier rosa Fächerchen Stein drin enthalten. Ja, es ist 100% Altplastik, das Reinklickteil, wo die Fächerchen, die gefüllten Fächerchen drin sind. Und ja, wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin eigentlich bei sehr vielen Sachen auf die Froschprodukte umgestiegen. Ja. So, noch irgendwas Haushaltinisches? Nee. Nee. Jetzt kommen alles mehr so Fliege und solche Sachen. Mein Liebster hat aufgebraucht von Wilkinson. Aus von Wilkinson? Ja, Sword, diese Pronto Einwegrasierer. Benutzt er sehr gerne, sehr häufig, wie auch immer. Könnten aber ruhig die Packung größer sein, finde ich. Ich meine, die machen sich gut, aber die Packung könnte etwas größer sein. Ich sag mal, wie viel sind drin? 10 Stück, ne? 10 Stück, ja. Das Problem ist, sie nutzen sich eben halt relativ schnell ab. Es ist nur... Mal warten, ab sind die fort, ne? Genau, also es ist ja für Männer
des Dings. Es ist, ein, wie gesagt, halt allgemein Einwegrasierer und die haben nur eine Klinge dran und sie nutzen sich extrem schnell ab. Also man muss echt sagen, einmal rasieren damit, ne? Und ja, zweimal. Ein maximal zweimal und du kannst das Ding danach auch schon wegschmeißen. Also, einmal wenn, ganz Körper und einmal, also erst Gesicht, dann Körper, dann kannst du wegschmeißen. Mh. Und finde ich meine, gut, es sind bloß Einwegrasierer, aber ich weiß nicht, was kosten die denn? Zwei, Fünfer oder so. Das sind ja auch ewig alt, die Dinge vom Akku sind. Ja. Ich habe ja zwischenzeitlich auch noch Monoklinge und Messer gehabt. Also wie gesagt, sie nutzen sich extremst schnell ab, die Wilkinson Sword. Gerade was Männerhaare betrifft, ne, Bart und sowas, die nutzen sich extrem schnell ab, finde ich. Also ich persönlich würde sagen, es ist kein Nachkaufprodukt. Ja. So. Und dann haben wir ganz arg fleißig gebadet mit Litamin, Zitrone, Buttermilch, Badezusatz. Also ich liebe dieses Zeug, ja, diesen Geruch. Wahnsinn, ach, Zitrone, Buttermilch, da kriegt man wieder richtig gleich gute Laune und es ist erstmal alle. Und ja, es ist für mich ein Nachkaufprodukt. Ich weiß nicht, ich glaube, hier ist zwar noch Mikroplastik drin. Ich werde auch erstmal alle anderen Sachen aufbrauchen, was ich ja so da habe, weil ich erst trinke ja auch noch ein Duschgel. Auch Duschgel kann man wunderbar als Badezusatz verwenden. Und aber trotzdem, also das hier ist für mich echt ein Nachkaufprodukt, weil das bei Litamin im Standardsortiment ist und bei allen anderen, was man da so hat, Balea und sowas, ist es ja immer nur so Limited Edition. Und ja, also ich mag es sehr. Ich mag ja auch das Duschgel davon. Wenn man es im Set kauft, hat man ja auch noch ein Körperpeeling und eine Bodylotion dazu. Das habe ich jetzt zwar alles gerade nicht, weil wie gesagt, ich habe noch, gerade was das Thema Duschgel betrifft, habe ich noch einen Haufen. Deswegen habe ich mir dieses Set jetzt auch nicht gekauft mehr. Aber sobald ich meine Sachen alles mal wieder ein bisschen aufgebraucht habe, gerade wenn man so einen Down-Tag hat, so wie wir es so ein bisschen gestern hatten, also gestern das Wetter war ja voll scheiße, da freut man sich, wenn man in so ein schönes, erfrischende, ja, wohltuenden Duft da so rein, da, ne? Düfte beeinflussen ja wirklich viel unsere Stimmung und das ist auf jeden Fall ein Stimmungsaufheller. Dann habe ich aufgebraucht von Rexona, habe ich euch erst auch im letzten Video gezeigt, dachte ich, bei der Pinkbox, das war ja jetzt erst in der Pinkbox von August. Ja, August, genau, wir haben jetzt September. Das war jetzt erst in der Pinkbox von August drin, deswegen hatte ich euch das ja gezeigt im nachreiche Video. ja, es hat seinen Job ganz gut gemacht. Aber war das hier? Na gut, das von Duft war noch ganz in Ordnung. Ich hätte so gelacht, wenn sich noch einer gelöst hätte und jetzt das voll inhaliert. Na, ein bisschen danach riecht es ja noch. Aber ja, es hat seinen Job ganz gut gemacht. Man muss ja auch sagen, es war ja wirklich ein Antitranspirant, also extra stark. Also das bedeutet mit Aluminiumsalzen, obwohl sie ja jetzt nachgewiesen haben, dass das ja gar nicht mehr so schlimm ist mit den Aluminiumsalzen. Heutzutage weiß man eh nicht mehr, was man glauben soll. Auch bei dem hier kann man sagen, kann man kaufen, muss man aber nicht. Und ja, es war wie gesagt nett, es mal auszuprobieren. Im Moment habe ich mal wieder eins von Darf. Aber dazu kommen wir dann nachher, wenn das dann nachher alle ist. Womit ich gar nicht zufrieden gewesen bin, waren von Cuticle Mask diese Fingermaske. Es war wirklich, also ich habe gedacht, das sind wie so, wie man hier so sieht, das wären wie so Fingerlinge, die du dir einfach hier so drüber ziehen kannst. Aber nein, die Dinger, die hast du dir seitlich auf die Finger geschoben und dann konntest du dir deine zweite Hand gar nicht mehr machen. Weil immer wenn du das dann nachher versucht hast bei der zweiten Hand drauf, hast du dir das von der hier jedes Mal wieder runter. Also ich war im Endeffekt total genervt. Das Serum da drinnen mag zwar schön gewesen sein, also es hat auch gut gepflegt, muss ich sagen. Aber du konntest dich überhaupt nicht bewegen. Du hast das jedes Mal wieder von den Fingern runtergeschoben. Also für mich ist das absolut kein Nachkaufprodukt. Das war Mist. Wenn das so richtig Fingerlinge gewesen wären, die du unten aufgemacht hättest und hättest sie dann nachher so drüber geschoben,
Das wäre alles nicht das Problem gewesen, aber die sind an der Seite offen und du musstest dir das seitlich drauf schieben und sobald du eigentlich praktisch an den nächsten Finger gekommen bist, hast du dir das wieder runtergeschoben. Also totaler Quark. Also ich würde mir das nicht nachkaufen. Es war nett, es mal auszuprobieren. Habe ich ja Geschenk gekriegt von Sarah oder Füchsi hier. Irgendeine von beiden. Ne Mädels. Könnte von Uli gewesen sein. Nee, von Uli war es nicht. Also da bin ich mir eigentlich fast sicher, von Uli war die nicht. Naja, aber wie gesagt, also für mich ist es kein Nachkaufprodukt. Ich renne jetzt nicht los und ich glaube, ich habe sie bei Action gesehen. Ich will jetzt nicht schwinden, ich glaube, ich habe sie bei Action gesehen, wo ich vor 2 Wochen Donnerstag da war. Ist für mich kein Nachkaufprodukt. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Dann macht's als Fingerlinge und nicht hier zum seitlich draufschieben. Dann können wir nochmal drüber reden. Dann habe ich aufgebraucht von Facial, also auch aus dem Action, die Sheet Mask mit Weinextrakt. Ja, die war so feucht. Ich habe nach dem Benutzen, also es hat meinem Gesicht auch wirklich sehr gut getan, muss ich sagen, mein Gesicht hatte die Feuchtigkeit von der Maske regelrecht aufgesogen. Du lässt die ja eine halbe Stunde drauf. Und da war sie sogar immer noch an Rändern oben so leicht feucht. Und ich habe sogar, da war so viel Flüssigkeit drin, so viel Serum, dass ich mir das Serum sogar extra noch einmal hier raus und abgefüllt habe, dass ich mir das danach so ins Gesicht aufgeben kann. Also wie gesagt, die Maske war sehr schön, aber ich mag ja diese Tuchmasken von Action sowieso recht gerne. Und ja, ein Nachkaufprodukt, definitiv. Ich glaube 1,79 oder 1,59 kosten die. Die habe ich mir ja zur Abwechslung echt mal selber gekauft. So, dann habe ich aufgebraucht von, oder wir, von Palmolive Naturals die Handseife mit Milch und Honig. Man muss echt sagen, sie ist sehr ergiebig, man braucht davon nicht viel. Palmolive hole ich ja eigentlich auch so nicht mehr wegen Mikroplastik, aber da, wo ich die gekauft habe, blieb mir ernsthaft nichts anderes übrig, weil es gab nichts anderes. Das war hier noch zu dieser extrem schlimmen Corona-Zeit, wo sie alle Billigmarken, es war raus, alles weg, es war echt, es gab nur noch Palmolive und deswegen war ich dann mal genötigt, eine Palmolive-Handseife zu kaufen. Ja. Wie gesagt, hat seinen Job ganz gut gemacht, aber im Moment habe ich mal auch neu zum Ausprobieren eine von Frosch stehen. Dann aussortiert, weil bis zur Vergasung benutzt und wir gehen jetzt hier auch schon, wie man das hier vielleicht seht, wir gehen hier auch schon kaputt. Sieht aus wie ein Mochi-Bällchen. Das sieht aus wie ein Mochi-Bällchen, ja, es ist aber kein Mochi-Bällchen, es ist mein alter... mein alter Präzisions-Make-up, mein altes Präzisions-Make-up-Ei von Maybelline. Habe natürlich schon wieder ein neues stehen. Ne? Also ich mag die von Maybelline, die machen ihren Job auch gut und da muss man nicht unbedingt die teuren Dinger kaufen. Prost. So, und dann habe ich aufgebraucht von Abtei die Kieselerde-Kapseln für Haut, Haare, Nägel. Und ich muss sagen, ich bin da meiner Füchs-Empfehlung gefolgt. Ich hatte sonst die von DM, von der Eigenmarke. Und die haben bei mir immer überhaupt nicht geholfen. Und da hat mein liebes Füchs gesagt, die sind wohl zu niedrig dosiert. Und da kauft sie auch wirklich die teureren von Abtei. Ich glaube, die kosten doppelt, wenn nicht sogar dreifach so viel für 60 Kapseln. Aber ich muss echt sagen, also die haben mir echt geholfen. Ich merke es jetzt schon wieder, dass sie alle sind. Also ich muss jetzt unbedingt sie mir wieder nachholen. Ich habe auch gleich wieder ein schlechteres Hautbild. Gut, kann auch von dem bisschen psychischen Stress, den man so im Moment hat, sein. Aber ja, auch meine Fingernägel sind wirklich da sehr schön. Also hier, das ist ja gerade mein Paradebeispiel hier an Fingernagel. Die waren auch alle länger. Die sind mir jetzt nur am letzten Wochenende bei der Arbeit extrem abgebrochen, weil man kaum in die Pakete richtig reingreifen konnte. Und also 2 oder 3 haben sich mindestens verabschiedet, he? Wo ich gemeckert habe. Das ist scheiße, schon wieder einer abgebrochen. Also 2 oder 3 haben sich echt wieder verabschiedet. Die waren eigentlich alle so schön wie hier mein Zeigefinger. Also habe ich ganz toll geweint. Und also die haben es wirklich gebracht und ich werde mir auch die von Abtei wieder nachkaufen und nicht die Eigenmarke von DM. Weil mit DM, ich hatte es wirklich mehrfach versucht und ich dachte, ich bin dafür einfach nur zu blöd. Aber die von Abtei sind eindeutig höher dosiert und helfen auch. Da muss man ehrlich sagen, ne? Da ist
teurer in der Hinsicht wirklich besser. Obwohl es ja viele Sachen gibt, wo man das widerlegen kann, aber da ist teurer wirklich besser. Dann waren wir wieder baden. Das haben wir sogar erst gestern leer gemacht. Aber gestern durfte man, gestern war der 31. Und zwar hatten wir eine Portion Glück. Ich glaube, das ist von meiner Sarah gewesen. Mit Pfirsich-Vanille. Mein Liebster hat gesagt, das Wasser sieht aus wie Pipi. Fand ich nicht. Es war schön orange und Pipi wäre gelb. Ne? Aber es hat... hatten wir aber gestern, es gibt auch orange Pipi. Ja. Aber man muss sagen, also es hat sehr gut gerochen. Nicht wahr? Das stimmt. Also es war richtig schön, man hat auch beides gerochen, die Vanille und den Pfirsich. Ich fand, es hat nicht eins davon irgendwie überwogen. Und ja, also das eine Portion Glück von TT Sept kann man sich wirklich mal gönnen. Es war sehr schön. Dann habe ich in mehreren Anwendungen aufgebraucht von Aveo das Kokos-Vanille-Duft-Zucker-Duschpeeling mit wertvollen Ölen. Für extra zarte Haut. Also es hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Das waren für mich wirklich mehrere Anwendungen, weil ich mache immer kein Ganzkörperpeeling. Ich peele immer nur Oberschenkel und Po, da so da ein bisschen so meine Problemzöhnchen sind. Und also ich muss sagen, das war wirklich sehr schön. Das hat mir richtig gut gefallen und sollte ich mal wieder in einen Müller stolpern, werde ich nachgucken, ob es dieses noch gibt. Das hat mir richtig gut gefallen, weil es stand nicht drauf, Limited Edition und... Das ist wirklich sehr gut. Das hat mir echt richtig gut gefallen. Vom Duft her, auch wieder da, hat man beides gerochen. Die Kokosnuss und die Vanille. Das war echt sehr schön. Dann habe ich noch eine Maske aufgebraucht von Biore. Das ist eine 1-Minuten-Maske. Thermomaske. Jetzt kam ich nicht auf das Wort Thermo. Also sprich, sie wird 1 Minute lang schon beim Auftragen richtig, richtig warm im Gesicht. Aber nicht unangenehm warm. Die ist schwarz und ja, also ich finde die auch wirklich sehr gut. Die hatte mir meinem Liebster mal im Netto gekauft. Das waren ja mehrere Anwendungen da drin. Ich glaube, 2 habe ich davon noch. Ich glaube, 4 oder 5 Anwendungen sind in der Packung drin. Und alle einzeln natürlich, ja. Also hier so, man sieht es ja auch ein bisschen. Hier oben ist noch ein bisschen. Also die ist nicht schwarz, du hast mehr so ein dunkelgrau hast du so im Gesicht. Und ja, die Maske ist gut. Also da kann man mal ins Netto-Discounter flitzen und die holen. Die ist echt nicht schlecht. Mir fällt auch gerade auf, oder ja, mir fehlt sogar eine Maske. Da reiche ich die nächsten Monat nach. Die ist jetzt noch im Bad, weil das 2 Sachets sind und das habe ich nicht auseinandergeschnitten. Da habe ich noch eine Maske gemacht. Naja, ist egal. Dann habe ich aufgebraucht mein kleines Tauschobjekt mit meiner Nachbarin. Ich hatte ihr den Rituals Duschschaum gegeben aus meiner Pinkbox und sie hat mir dafür von Rituals diese Body Cream gegeben. Rituals of Ayurveda Body Cream, genau. Indian Rose und Himalaya Honey. Die war richtig toll. Also die war extrem reichhaltig. Hätte man auch durchaus wirklich mehr für den Winter nehmen können. So reichhaltig war die. Hat sehr gut gerochen und hat die Haut wirklich echt baby zart gemacht. Und du auch langanhaltend zart gemacht. Und du brauchtest auch nicht viel davon. Weil Rituals ist ja nun nicht gerade das günstigste, ne? Aber man sieht hier, ja, ich habe es richtig schön aufgeschnitten, damit ich es wirklich bis zum letzten auskratzen konnte. Und also die ist auch wirklich ein Nachkaufprodukt für mich. Für mein Füchslein jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil es doch sehr nach Rose gerochen hat und das mag sie ja nicht. Von dem Honig habe ich nicht. Vielleicht war das, was der Haut so schön babyzart gemacht hat. Ne? Aber die war echt ganz toll. Hat mich, vielen Dank nochmal, Saskia. Hat mich sehr gefreut, dass du mir die gegeben hast. Ganz toll. Ganz, ganz toll. So, dann waren wir nochmal baden. Und zwar von... Ach nee, das habe ich, glaube ich, alleine gemacht. Das war da, wo ich alleine schwimmen war. Du warst Fremdbaden. Ja, nee, ich war allein baden. Nicht Fremdbaden, ich war allein baden. Mit Isana, dem Cremebad Mandelblütenduft. Inspiriert von japanischen Beauty-Ritualen. Ja, ich muss sagen, das war... Hat sich leider sehr schnell verrochen, muss ich sagen. Also es hat für einen Moment gut gerochen, wo man es reingegeben hat. Aber der Duft ist mir, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu schnell verflogen. Ich glaube, ich hatte ja eh mehrere von denen und die sind jetzt auch alle. Dächtig, ja, aber für mich ist es kein Nachkaufprodukt. Es riecht zwar sehr angenehm, muss man sagen, aber auch sehr kurzweilig, der Duft leider.
Also das von Tete Sept eindeutig besser gewesen. So, dann habe ich aufgebraucht von Garnier den Conditioner, der in meiner Haarfarbe mit drin enthalten war. Ich baller mir ja nicht immer hier die ganze Flasche aufs Haupt. Also das sind dann für mich immer so um die 2-3 Anwendungen. Und das riecht auch immer sehr nach Rose. Ja, wie gesagt, Garnier ist ja sonst eigentlich nicht mehr das, was ich kaufe. Aber bei meiner Haarfarbe, ich habe einfach noch keine andere gefunden, die mir wirklich gefällt. Deswegen bleibt es da ganz einfach bei Garnier. Und dann demzufolge auch gerne für noch 3 Anwendungen bei dem Conditioner, der auch wirklich die Haare sehr schön glänzend macht. Und ja, so benutze ich ihn eigentlich sehr gerne. Garnier, nehmt bitte endlich Abstand von den Tierversuchen. Dann würde ich euch noch mehr lieben. Und eine dekorative Sache habe ich noch alle bekommen. Man sieht, ich habe gekratzt wie so eine Bescheuerte. Ja, also hier oben an den Ecken und nur hier unten, wie man sieht, an den Ecken, wo man wirklich nicht rankommt. Es läuft auch nicht mehr zusammen. Einer aus meiner Challenge, der eine Kiko Lipgloss, ist nun auch alle. Na, ja, war auch sehr schön, muss ich sagen. Er hat, ja, wie man sagt, mein Liebster immer gesagt, ein Klebeknutsch. Also er war sehr lang, also er hat gut gehalten auf den Lippen, muss ich sagen. Dafür aber auch ein bisschen klebrig. Ja, also in der Hinsicht war klebrig gleich Haltbarkeit. Ja, der hat immer ziemlich lange gehalten, muss ich sagen. Die Kiko-Lippenstifte halten ganz gut. Ja, also auch der, den ich jetzt drauf habe. Auch da, ich habe gestern während der Arbeit noch einen Kaffee getrunken und so. Und der hat sich kaum großartig abgenutzt. Ich meine, gut, ich sehe es hier an der Tasse. Ich trinke ja jetzt auch die ganze Zeit Kaffee und also er ist noch richtig schön vorhanden und muss sagen, also das, was ich im Moment so von den Kiko-Lippenstiften, die halten ganz gut. Und der hat seinen Dienst auch ganz gut gemacht. War sehr hell. Man sieht ja, den habe ich eben viel benutzt, wenn ich eben mal dunkleres Augen-Make-up getragen habe. Und hat seinen Dienst erfüllt. Yippie. Aufgebraucht. Ja, ich habe mal einen Lippenstift bzw. ein Lipgloss aufgebraucht. Wahnsinn, da kommt dann nachher wieder 5 nach. So, ihr Lieben, meine Tüte ist leer. Das war's mit dem Aufgebraucht-Video für den Monat August. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss.